Oh ja, was ein Fest. Da ist der Rhein. Hier ist auch der Rhein. Der Wasserstand ist mal wieder von der wildesten Sorte heute. Ach, die Spinnen auch. Junge, Junge. Moinsens, Schnacksel hier. Wir sind mal wieder am Rhein für den Nachtangler unterwegs. Und ich muss sagen, heute ist der Rhein ein bisschen hoch. Ich bin hier an einem meiner geliebten Nebengewässertümpel vom Rhein. Und ja, man sieht, da vorne kommt der Rhein richtig hier reingespült. Hier ist einiges an Treibgut, das sammelt sich hier schon in so einem Teppich an. Und es ist auch ein bisschen mehr Strömung als sonst. Ich wollte hier mal mit so richtig viel Futter probieren und so richtig konzentriert fiedern, mit oft den Korb neu machen. Aber hier ist mir ein bisschen viel Strömung, muss ich sagen. Da schwimmt mein gutes Futter ja direkt weg. Deswegen geht es jetzt zurück. Ich bin hier eine ganze Weile durch den Busch marschiert. Aber es geht jetzt zurück an den Spot, an dem ich eben vorbeikam. Der ist nicht so schön geräumig. Man kann sich ja nicht so schön ausbreiten. Und ich hoffe mal, ich finde da irgendwie einen Platz für meine Hängematte. Aber ja, ich glaube, vom Angeln her ist da besser. Deswegen packe ich jetzt mein Zeug, was ich hier von her geschleppt habe, wieder ein. Und dann geht's dahin. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir eine Angel ins Wasser kriegen. Auf geht's. Ja, Freunde, falls das mit den Fischen nichts wird, ein paar Meter Schwimmen entfernt, ein Wochenvorrat an Schwefelporlingen an dem Baum. Aber das ist mir da doch ein bisschen viel Aufwand für die schönen Pilze. Auch wenn sie sehr lecker sind. Vielleicht nächstes Mal. Ich versuche es heute mal mit einem dicken Fisch. So sieht er aus hier, der Spot der Wahl. Ein paar Brennnesseln rundherum, dann ein kleiner Flecken Erde. Dann haben wir hier den schönen Tümpel. Hier ist die Strömung schon ordentlich schwächer. Man sieht, hier geht das Wasser wieder raus, was da oben reinfließt durch den Rhein. Wir haben dann hier so einen tiefen Graben. Da werde ich mit einer Rute drin fischen. Und mit einer Rute werde ich hier hinter der Insel, haben wir so eine beruhigte Zone. Da ist so eine Sandbank quasi, die hinter der Insel so ein bisschen hier langläuft. Da haben wir auch so ein schönes Seerosenfeld. Da werde ich auf dieser Sandbank neben dem Seerosenfeld schön im Flachen fischen. Beide Routen mit Futterkorb, beide Routen auf Grund. Eine Route mit Mais, eine mit Wurm. Vielleicht mische ich mal zwischendurch ein bisschen durch. Ja, ich hoffe mal, wir haben irgendwie Chancen, hier was rauszuholen heute. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich habe mal beide Routen fertig gemacht. Da haben wir auf der ersten einen 50 Gramm Korb Festbleimontage. Dann haben wir hier so einen kleinen Haken. Dann haben wir auf der anderen Route, da ist noch ein Wurmhaken drauf. Da mache ich aber gleich noch mal was Feineres. Mit einem feineren Vorfach rauf. Dann haben wir dazu einen 30er Futterkorb. Und als Futter haben wir heute hier so ein bisschen was selbst zusammengematscht ist. Ich hatte nicht mehr ganz so viel Futter gehabt. Da habe ich hier so ein bisschen alte Brötchen, so ein bisschen Futter, ein bisschen Hundetrockenfutter, ein paar Nudeln, ein bisschen Mais. Ein paar Bohnen habe ich auch noch dabei. Das werde ich jetzt einfach mal hier so benutzen, in meine Körbe reinquetschen und hoffen, dass das hier ordentlich ein paar Fische anlockt. Dann werde ich mir gleich mal ein bisschen Mais und ein bisschen Wurm drauf machen auf meinen Haken und schmeißen wir das Ganze hier mal rein. Das habe ich schon mal gehabt, hier auf die leichtere Route, die lag hier im Tiefen drin. Und da habe ich jetzt mal noch mal ein neues Vorfach gebunden. Da haben wir jetzt hier so einen kleinen Haken mit einem Kompostwurm drauf und zwei Maiskörner am Haar. Da schaue ich jetzt mal, ob da auch noch mal was hängen bleibt. Futterkorb wieder voll. Wir sagen, das kommt noch mal rein. Und dann kriegen wir vielleicht sogar schon mal einen Abendessenfisch. Also Leute, Stand jetzt auf die leichtere Route, die hier im Tiefen liegt, hatte ich einen richtig guten Biss gehabt. Leider kein Fisch. Und dann noch mal zwei so Zupfer. Das können Grundeln gewesen sein. Aber ich habe tatsächlich hier mal ein bisschen kleinere Köder und das scheint tatsächlich zu helfen. Wer hätte es gedacht? Alle sagen mir immer, ich hänge da zu dicke Dinger ran. Aber ja, ich hänge da wohl einfach zu dicke Dinger ran. Ich mache jetzt beide Routen nochmal neu, nochmal neues Futter und ich hoffe mal, dass hier nochmal was schön anbeißt. Ich bin nicht ganz so viel am Filmen heute. Ich habe ein bisschen Besuch hier. Wir quatschen ziemlich viel. Ich habe auch, glaube ich, um das erste Mal die Route hier reinzuwerfen, circa eine Stunde Vorbereitungszeit gebraucht, weil wir so viel gequatscht haben nebenbei. Aber ist auch mal schön. Wird bestimmt noch irgendwas beißen. Es läuft heute ganz gut. So von den Bissen her. Was soll ich sagen? Schön. Schauen wir noch die lange hier noch dazu und dann hoffe ich mal, dass hier bald auch mal was dran hängen bleibt. So, nochmal ein kleines Update. Ich habe jetzt auf meiner
langen, schicken Fiederrute. Hier so ein ganz dünnes Vorfach, kleinen Haken, ein Maiskorn und einen halben Kompostwurm. Sogar ein ganzer kleiner Kompostwurm. Aber damit schauen wir jetzt mal, ob wir mal richtig irgendwas fangen können. Ich habe mich hier gerade von meinem Besuch, der hier die ganze Zeit mit mir quatscht, habe ich die Tipps bekommen. Kleine Haken, kleine Köder, dünne Schnüre. Jetzt gucken wir mal, ob das hier mal direkt den Fisch rausholt. So, wir fangen jetzt endlich mal einen Fisch. Oh ja, das ist ein guter Fisch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die Bremse hier funktioniert. Ich habe die so lange nicht mehr benutzt. Ey, das ist echt ein guter Fisch. Guck mal, einmal gehe ich mit dir angeln, gibst mir ein paar Tipps und zack. Ich habe noch nie einen Brassen gefangen im Rhein. Wie geil ist das denn, du? Oh ja, geil. Ha! Danke dir. Petri. Petri, dank du. Ja. Ist das aber ein Vieh, du. Ich habe noch nie so eine große Brasse gefangen. Die lasse ich mir doch schmecken, oder? Schön. Ja, Freunde, schöne dicke Brasse. Ich würde sagen, die schlagen wir mal schnell ab. Die hat auf jeden Fall das Mindestmaß, was sie nicht hat. Oh, komm her. Oh, Bruder. Noch einmal schön zum Zeigen. Schöne dicke Brasse gefangen. Ich weiß gar nicht, wie lang die ist. Circa 40 bis 50, schätze ich mal. Ja, 50 cm, ein bisschen drüber. Gar nicht übel. Also Leute, ja, ich habe es ja verstanden. Kleine Köder, kleine Haken. Ist vielleicht besser als 10 Maiskörner und 12 Würmer. Machen wir ab jetzt vielleicht so beim Fiedern. Zumindest im Stillwasser. Aber ja, erster schöner Fisch ist da. Mal schauen, was jetzt noch in der nächsten Zeit hier anbeißt. Also Freunde, fast ist es dunkel. Ich habe meine Hängematte noch gar nicht gespannt. Aber wir haben ja auch schon einen sehr dicken Fisch gefangen. Und ich muss morgen direkt von hier aus irgendwo hin. Und ich habe mir überlegt, ich kann die Brasse gar nicht aufessen, alleine. Deshalb habe ich ein bisschen Verstärkung angerufen. Ich werde jetzt die Brasse noch schuppen und ausnehmen hier am Spot. Und dann werde ich zu Domi fahren. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus meinen Videos, mit dem bin ich öfters mal angeln. Und da werden wir gleich mit ein paar Jungs ein paar Bierchen trinken, schön den Fisch braten. Vielleicht filme ich da auch nochmal kurz drüber. So Brassen essen ja nicht so viele Leute, aber die sind wirklich lecker, wenn man die richtig zubereitet. Schön Lamellenschnitt, schön paniert, schön gewürzt, schön gebraten. Und das werden wir da gleich alles schön machen. Und ja, ich denke, ich werde nochmal drüber filmen. Vielleicht auch nochmal ein bisschen was dazu sagen. Wahrscheinlich sehen wir uns da gleich nochmal. Und falls wir uns da nicht sehen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest, auch wenn das ein kurzes Video war. Und sonst, bis gleich. Schwer mich nicht nach einer Stunde ohne Beide, dann kommt schon die nächste Runde. Geht aufs Haus, so vorbei ist die erste Gondel, hol sie raus, fang die zweite, dann 100. Brazzi bei Domi, nice. Guck dir an auf YouTube, Fnacks. Halber Fisch im Schuh, sind wir aus dem Schuh, trage nur den einen Schuh. Seit 100 Jahren, du müsstest erfahren, die Nature und das Bier, wie wir chillen hier am Meer. Dieser Vino niemals leer, yeah. Denn wir haben viele. Flaschen vermehren sich wie Tiere, lauf auf allen Vieren, so viele Kästen wie Viren. Wir sind Fisch am Sortieren, am Filetieren, denn wir haben viele Fische gecatcht, fast so wie Vino. Und von diesen Bieren, wie Biere beim Wandern, der Geschmack ist so zärtlich wie Schnee in den Bergen. Nike Sandalen zum Wandern auf Bergen. Moin Leute, ja, ihr habt wahrscheinlich gerade bis hierhin zugeschaut, wie ich diese Brasse am Filetieren war. Die habe ich auch gestern Abend schön filetiert, schön die Spare Ribs klein gemacht. Und ja, dann habe ich mit den Jungs, wir haben ein paar Bier getrunken, dann haben wir ein bisschen Uso getrunken und dann haben wir dies und das gemacht. Und auf einmal war es 4:30 morgens und diese Fisch wurde gebraten, aber da wurde nicht viel bei gefilmt, nur so ein bisschen beim Essen und keine Ahnung. Aber ich wollte hier die Chance nochmal nutzen, wo ich mir gerade hier so eine kleine Scholle am Braten bin, die ich dabei hatte, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich mal wieder keinen Fisch fange. Nochmal Lebewohl zu sagen. Das Video ist an dieser Stelle vorbei. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn das ein bisschen kürzer war. Aber wir haben immerhin mal wieder einen schönen dicken Fisch beim Fiedern gefangen. War schön gewesen. Und ich hoffe, nächstes Video fangen wir auch wieder einen schönen dicken Fisch für die Pfanne. Aber das sehen wir nächsten Sonntag. Bis dahin.